ja. Deshalb müsst ihr jetzt gerade mal kurz hier ohne Sound auskommen. Tut mir zwar leid, aber ich kann dagegen leider nichts machen. Also sorry für den kleinen Soundstopp, aber ich habe sonst wieder Probleme mit YouTube. Und mit den urheblicheren Problemen kennt ihr mit Sicherheit Star Wars Musik. Da weiß keiner, wem die Rechten gehört, obwohl Disney oder LucasArts oder wer auch immer. Und deshalb gibt es da hier kleine Probleme. Wir sind jetzt die Rache der Sith gekommen. Beim letzten Mal haben wir ja die Episode 2 abgeschlossen. Und jetzt sind wir hier beim dritten. Da hat einer Geburtstag. Einer rennt noch mit der Tasse rum, einer futtert noch ein bisschen Kuchen. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Ja. Cool. Aber ich muss sagen, der Lego-Hummer, der passt immer noch. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Genau so sehe ich das auch. Ist das heimlich genug, Meister? Ist das heimlich genug, Meister? Kannst du uns hier rausbringen? Kannst du uns hier rausbringen? Ich hoffe, er weiß, was er tut. Ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister. So, jetzt machen wir erstmal alles kaputt. Wie es halt im Lego-Spiel so ist. Erstmal alles kaputt machen. Steine einsammeln und gucken, wie man jetzt rauskommt. Wir müssen da was anheben. Also dann erst wo. R2D2 zeigt uns sogar auch die Richtung, in die wir laufen müssen, aber ich will erstmal hier alles mal sammeln, denn unser Ziel sind 1 Million Stats. Ich glaube, ja, unser Ziel bald erreicht, wenn ich alles täuscht. Und ich will hier ganz gerne nochmal wahre Jedi werden und so weiter und so fort. Schaffen wir so nicht, aber stecken wir mal das Ding hier mal in unser Laserschwert und mache hier mal ein kleines Loch rein, dass wir hier rein und rauskommen. So, jetzt. Mal schauen, wo wir hier kommen. Kommandozentrale wahrscheinlich. So wie es aussieht. Wohin jetzt? R2 hat uns schon die Richtung vorgegeben. Wir sind da lang. Schicke Roten, die. Na klar, die Mami ausgesucht. Was denkst du denn? Oder meinst du, Mami sucht mir nichts aus hier? Mist! Okay, das ist das. Alles, was wir da einsammeln, bevor sie alle wieder weg sind. So. Oh, ich sollte niemals die Fässer anrühren. Das ist unser Todesurteil, die scheiß Fässer hier. Was mache ich? Ich fasse die Fässer natürlich voll an. Ich weiß nicht, was mit dem machen kann. Kommt man da irgendwo hin oder was? Nein, jetzt spreng ich das Ding schon wieder in die Luft. Ich bin so ein Idiot. Im Trottel hoch 4. Ich weiß auch ganz genau, dass die Dinger mich kaputt machen, aber ich muss ja immer wieder dahin fassen. Wir
sind nah. Wir sind nah. Ich spüre Count Dooku. Ich spüre Count Dooku. So wie ich. Geh so weiter. Wie ich. Geh da weiter. Da ist das Minikit versteckt, aber da brauche ich R2-D2 darüber zu kommen. Den habe ich im Moment nicht, weil wenn zwei Spiele sind, wir sind hier nämlich nur gedacht. Das war schon geil mit so nämlich. Machen wir gerade noch so kurz schon fertig, so. Keine Zeit für weiter. Wir müssen zum Kanzler. Wir müssen zum Kanzler. Ja, ist doch okay. Ich will auch noch meine. Wie gerufen. Ja, Bowlen oder Kegeln oder was auch immer. Ich glaube, R2 macht das langsam. Seid ihr jetzt froh, dass er mitgekommen ist? Machen wir alles mal kaputt, was kaputt geht. Wird einiges sein, was da kaputt geht. Gleich sehen wir, gleich haben wir den ersten Startum erreicht. So, nehmen wir viel, denke ich mal. Ja, wirklich alles mitnehmen. So. Wir sind da. Oh, gleich kommt der erste Kampf. Ich muss hier noch fertig einsammeln hier, bevor wir zum Kampf gehen. Ich würde sagen, ja, noch nicht ganz erfasst. Das Ding fehlt sich schon. Ja, wir haben die erste Stufe erreicht vom Vari Jedi, aber jetzt gehen wir mal hier rüber. Denn da wartet uns ja noch der Gegner. Kanzler! Geht es euch gut? Count Dooku. Jetzt hat er wieder so gemacht, als wenn er ein Gefangener wäre. Dabei ist es der. Sind die so blöd? Ja, okay, den habe ich schon mal gekämpft, wenn ihr euch noch erinnern könnt, in der letzten Folge. Wo schon länger her ist. Alle Kräfte haben sich seit unserer letzten Begegnung verdoppelt. Hochmut, komm vor dem Feind. Nein, immer wieder. Ich glaube, der zeigt es uns jetzt langsam, was über der Hammer hängt, heißt das Gefühl. Ja, spring doch weg, Junge. Ja, warum springt er nicht? Ich bin zu. Ja, okay, die Kamerasteuerung ist auch nicht so blöd bei den Nutzigen. Bitte kümmert euch um. Ihr könnt es schaffen.
So. Aber jetzt meine ich mit der komischen Kamerasteuerung hier. Diesmal werdet ihr mich nicht besiegen. Oh, Obi-Wan. Du hättest unter meiner Erde so viel mehr lernen können. So. Der hat nur noch ein Level. Skywalker. Soll ich dir zur Hand gehen, um hier hochzukommen? Geh nicht drauf ein, Alice. Geh nicht drauf ein, Alice. Kanzler Palpatine. Ich bin nicht Kanzler Palpatine. Sind unsere Spezialisten. Sind unsere Spezialisten. Ich hab gedacht, der wäre schon tot. War ein schneller Treffer. Ja, der gleich die zweite Stelle erreicht. Jawohl. Weißt du, dass es ein mühseliger Kampf ist, gegen den jetzt zu kämpfen. Aber das gehört halt zum Spiel dazu. Und am besten so wenig wie möglich zu verlieren, am besten noch an Leben. So, dann haben wir jetzt den Kampf auch gewonnen. General Grievous. Hey. Dieses Mal nicht. Pfeift liest Zeitung oder was? Ich dachte an Taxi und es kommt tatsächlich. Ich mach noch ein paar Handys, also ist ein Handy. So, jetzt. Ja, noch ein paar Selfies. Hört sich heutzutage, ist ja bei Jugendlichen ja heute hin. Selfies zu machen, egal wo. Ja, muss also jeder Fisch selbst entscheiden, wie er es macht. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst. Das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Und er in der Macht ist. Oh, Anakin. Aha. Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Ja. So. Jetzt haben wir einen schönen Ladebildschirm. Ein extrem schöner. Aber es geht uns ja gleich weiter. Das sind wir auch schon. Ja, wir haben das Ganze erreicht, aber die blaue Seite ist nur zum Hochleveln, aber die kosten dementsprechend auch halt auch die, die Steine. Deshalb, wir haben erst ein paar Steine und es fehlen noch ein paar 100.000. Deshalb, wir brauchen noch ein paar tausend Steine. Ich denke mal zwei, drei Level schon noch, wenn wir Erfolg machen, alle leer kriegen, beziehungsweise
alle Steine uns holen, so rum. Dann kriegen wir natürlich auch den 1 Million Star zusammen. Also quasi den mal 2. Den holen wir uns, kann man kurz schnell den blauen Stats. Wie gesagt, die interessieren mich eigentlich nicht. Die kann man halt nur hochleveln, aber die Steine brauchen wir. Also quasi die Stats brauchen wir halt für was anderem gerade im Moment. Aber wenn das Spiel sagt, da kann man was schneller hinbauen, dann ist es okay. Aber wenn es so stundenlang dauert. So, ich muss runter. Genau, jetzt. Da macht es ja keinen Sinn, dass wir stundenlang irgendwo was suchen. Na okay, kommen wir trotzdem hoch. Da ist mir jetzt irgendwo noch ein Stein dahinter. Dann machen wir das Rätsel noch kurz schnell. So. Und der ganze Eingang. So, jetzt. Aber ich glaube, ich brauche gerade die. Ah, jetzt müsste es eigentlich gehen. Jetzt müsste ich eigentlich an den blauen Stein, blauen Stein rankommen. Ja, wunderbar, geschafft. Nicht stoßen. Sehr gut, so. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Mal zum Jedi-Rad wieder, okay. Da sind wir ja gleich da. Hoffe ich jedenfalls mal. Ohne große Unterbrechung hier. So, sieht man übrigens was von der Stadt, wo wir gerade uns befinden. Ah, der schickt uns nur zur Bushaltestelle oder was, oder zum Taxi. Hätten wir auch einen anderen Weg nehmen können. Also egal, so sehen wir übrigens was von der Stadt hier. Ja, ich bin mitfliegen. Und zwar will ich zum Yi-Tempel. Dankeschön. So. War doch irgendwie ein Huhn in der Nähe, oder täusche ich mich jetzt? So. Auf geht's zum Jedi-Rat. Mal schauen, was die von uns wollen. Aber was die von uns wollen, seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.